Schüler gehen einzeln, in Gruppen oder als ganze Klasse immer wieder als Unterrichtsunterbrechung Treppen steigen. Die Art des Hochsteigens kann jeweils individuell gewählt werden, zum Beispiel beim gemächlichen Treppensteigen plaudern, ein Lauf- oder Hüpfrennen veranstalten. Die Anzahl hochgestiegener Stufen muss aber jeder für sich zählen. Nach der Bewegungspause schreiben jeweils alle ihre Zahl auf einer Liste ein. Am besten einer nach dem anderen, während einer stillen Arbeit. Jemand errechnet daraus die Summe und addiert diese zum vorherigen Zwischenstand. Mit der Klasse wird vorgängig ein gemeinsam zu erreichendes Ziel festgelegt. Eine bestimmte Anzahl Stufen oder die Besteigung eines konkreten Ziels. Wie wäre es mit der längsten Treppe der Welt? Niesentreppe ob Mühlenen, 11.674 Stufen. Dem Matterhorn, 4.478 Meter über Meer, Anzahl Stufen gemäß der Höhe der benutzten Treppen noch zu berechnen. Oder einem anderen von der Klasse bestimmten Ort?